Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir sind auf dem Weg in verschiedene Dörfer. Wir wollen noch ein paar Leute rekrutieren. Eine Dame haben wir jetzt schon dazugekriegt. Die konnten wir dann schon mal einsortieren, aber so ganz optimal ist sie noch nicht eingesetzt. Dann müssen wir das später nochmal drüber gucken, dass wir das ein bisschen besser hinkriegen. Hier liegen lauter Steine rum. Kann ich die eigentlich? Könnte ich die? Nee, die kann ich nicht zerhacken, ne? Oder ist hier irgendwie mal... Das sieht wie Überschwemmungsgebiet aus, ne? Wenn jetzt so im Sommer oder im Frühling die Berge dort hinten, also wir rennen hier auf ein Gebirge doch zu. Wenn das hier alles abtaut, dann das sieht ein bisschen wie Überschwemmungsgebiet aus, ne? Wie Marschland. Ja, wir laufen jetzt hier auch am Fluss entlang, weil wir dann beziehungsweise relativ ungefährdet oder ungefährlich werdet vor wilden Tieren da ankommen, wo wir hinwollen. Mal ganz kurz gucken, wie weit ist es noch? Ja, da hinten gibt es eine Brücke, da müssen wir dann rüber und dann geht's hoch in Richtung des nächsten Ortes. Den Namen versuche ich jetzt gar nicht korrekt auszusprechen, das geht sowieso bloß wieder in die Hose. So, falls noch Informationen zu meinem Essen da sein sollten von gestern, ja, das kocht noch. Ich habe ihn gerade mal ganz kurz umgerührt. Das ist halt ein schöner Gulasch, der muss halt eben schön lange vor sich hin köcheln. Das Fleisch soll ja schön zart zergehen dann auf der Zunge, wenn man es denn nachher isst. So, gibt es übrigens Nudeln dazu. Ich weiß nicht, wie ihr Gulasch für gewöhnlich ist. Also ich habe bei mir zu Hause, also bei meinen Eltern, da war das immer so, dass wenn... Was hier? Ach, der Fichtenzweig. Wenn es denn dann was zu essen gab, wie Gulasch oder so, gab es da immer Kartoffelpüree zu. Weil, ja, das weiß ich nicht, wie ihr das kennt. Ob ihr Gulasch eher mit Kartoffelpüree oder eher mit Nudeln kennt. Ich mag beides. Es gibt auch welche, die essen Klöße dazu und Rotkohl. Das habe ich auch schon gesehen. Aber ich bin nicht so der Klöße-Mensch. Also ich mag Klöße nicht so unbedingt. Also ja, ne, wenn es muss, dann esse ich es auch. Aber es muss nicht unbedingt sein. So. Jetzt haben wir hier nichts mehr zum Handeln, aber wir haben hier auch Leute. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch jemanden rekrutiert bekommen. Oh, hier haben wir ja jede Menge. Hier haben wir 3 Versuche frei. So, dann probieren wir doch mal. Hallo, Norberta. Mensch. Warum nennt man dich denn Norberta? Muss doch nicht schön sowas. Na egal. So, hast du einen Moment Zeit für mich? Wie ist die letzte Zeit ergangen? Okay, 5%. Jagd. Okay, das war's. Der Versuch ist durch. Dann haben wir hier noch dich hier. Hast du einen Moment Zeit für mich? Wie ist es in letzter Zeit ergangen? Das war sehr gut. Ich bin in die Jagd gegangen. Okay, das ging auch nochmal gut. Und dann ist aber auch vorbei. Okay, schade. Hast du einen Moment Zeit für mich? Schönes Wetter haben wir heute, findest du nicht? Oh, das war sehr gut. Jagd eingestiegen. Hast du einen Moment? Das ist auch vorbei. Okay. Also hier immer 3 Personen sitzen, die wir auf jeden Fall beim nächsten Besuch rekrutieren könnten. Das ist schon mal gut. 2 Mädels, 1 Junge. Auch gut. Kriegen wir noch unter. Alles klar. Dann wissen wir das doch schon mal. Dann müssen wir uns das bloß merken, dass wir hier oben 3 Leute schon mal halb in unsere Gemeinde reingequatscht haben. So, noch irgendwas, was wir hier erledigen wollten? Eigentlich nicht. Jetzt müssen wir hier hinten mal durch. Sollen wir uns hier mal durchschlagen, da an dem See dran vorbei, hier, dann da, okay, gut. Oh, sieht erstmal aus, als wenn wir den Weg hier, kann man den Weg hier nehmen? Gucke ich in die richtige Richtung? Ja, den kann man hier nehmen. Dann geht's da mal hoch in die Richtung, Hornika. Denn in Hornika gibt es einen Pferdehändler. So, jetzt ist die große Frage, kann ich einfach so ein Pferd kaufen oder es in den Stall haben und geht's dann nicht tot? Das Experiment müssen wir jetzt einfach mal machen. Und ja, und ich hoffe, dass ich nicht allzu viele wilde Bären hier sehe. Ich glaube, auf dem Weg hier hoch gab es Bären, die wir dann, ja, töten müssten. Ich habe auch noch ein bisschen was im Inventar zu essen. Bin vom Breitwegerich. Haben wir irgendwo Pilze hier rumstehen gerade? Hier ist Breitwegerich noch. Den nehme ich mal mit. Bevor wir den Bären dann in die Arme laufen und dann gucken wir mal, ob wir hier noch ein paar Pilze finden, dass ich vielleicht noch mal ein bisschen was essen kann. Ne, den Stein will ich nicht mitnehmen. Ich wollte den Pilz da haben.
Okay. Auch wenn es nicht allzu viel bringt auf der Nahrungsschiene, aber es ist immerhin schon mal für das Notdürftigste denn erstmal was da. Und vielleicht finden wir auf dem Weg dann nochmal so eine Kolonie von diesen Pilzen und dann können wir da nochmal ein bisschen was machen. Zur Not kann ich mir auch ein paar Stöcker nehmen und ein Vieh erschießen. Irgendwo, ich bin der Meinung, dass ich hier oben schon mal lang gelaufen bin und einen Bären in der Arme gelaufen bin oder beziehungsweise sich umkreist habe. Deswegen mal den Blick schweifen lassen, aber hier sehe ich erstmal keinen. Da oben ist ein Mufflon, okay. Hier, das sind Bären, oder? Sind das Bären? Das sind Büffel, ne? Oder, ne, Büffel nicht hier. Wie heißen die Mufflons? Also Bisons. Europäisches Großwild. So, da können wir ja mal ganz kurz umkreisen hier. Wenn nicht hinter uns daher rennt, ist der auch aggressiv. So. Ah, wir müssen noch mal gucken, dass wir hier irgendwann Nahrungsmittel kommen. Da stehen noch ein paar Pilze rum. Röhrenpilz, okay, den können wir natürlich mitnehmen. Die schöne Marone, die sieht ja, oder Steinpilz oder wie auch immer das jetzt aussieht, ne? Der Röhrenpilz hier. Sind ja auch die, die man sozusagen zu Hause, wenn man denn mal selber im Wald nach Pilzen sucht, suchen kann. Und mitnimmt. Gerne. Steinpilz ist ja ein Edelpilz, den mag man natürlich besonders gerne. So, okay, dann geht's jetzt noch da weiter, ne? Venetia, Hornica, Ostrovia. Ich muss in die Richtung weiterlaufen. Ja. Gut, in dem Ort werde ich nicht schlafen können, glaube ich. Da müsste ich vielleicht doch nochmal irgendwas jagen hier schnell, damit ich dann mir doch ein paar Schnitzel braten kann. Ein kleines Feuerchen machen kann. Lass uns mal gucken. Also mein Nahrungsmittelzustand ist ja momentan, sinkt ja doch rapide ab. So, mit den Pilzen komme ich wahrscheinlich wieder nach Hause. Hoffe ich zumindest. Aber ich hoffe, dass ich mir da ein Pferd kaufen kann und damit ein Pferd nach Hause reiten kann. So, weil da, wenn ich dann wieder da oben hoch muss zu den dreien, die ich jetzt angequatscht habe oder die ich vollgequatscht habe und die sozusagen mir schon mal ihr Vertrauen geben. Das ist, oder zumindest zum Teil. Und Füchschen, alles klar. Da lachende Fuchs mal wieder. Wundert mich jedes Mal, wenn ich die Geräusche höre. Jetzt sind wir hier in diesem kleinen, an der Kreuzung am See, ne? Und da sieht man auch schon, ah ja, jetzt kann ich hier noch, ich kann hier oben durchlaufen. Dann laufen wir da oben durch. Ich glaube, so ein Fuchs wäre noch das, oder? Ein Hase wäre nicht das ideale Vieh, was ich jetzt hier schnell mehr erledigen könnte. Für einen kleinen Schmatz. Und hier nicht überall langkommen, ne? Könnte sein, dass hier oben irgendwo eine Höhle ist. Hier so der Weg so lang. Könnte ich mir fast noch vorstellen, dass wir hier in irgendwo sogar eine Höhle hätten. In der Mine später. Naja, Gott. Egal. Wir wissen ja, wo unsere Mine hinkommt. Das haben wir ja schon gebaut. So, hier gibt es natürlich auch Leute, die für mich Quests haben, was ich natürlich auch ganz schön finde. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken. Hier gibt es nämlich den Pferdestall. Ah, steht da. Und, oder? Das müsste sein hier. Und wo? War das nicht hier? Die zittert ein bisschen. Huppala. In dem Erdboden verschwunden. So. Mal gucken hier. Irgendwo gibt es hier nämlich einen Pferdehändler. Den soll es hier geben. Da, guck an, hier. Da sind die Pferde. Guck mal hier. Ui, kann ich einfach so ein Pferd kaufen? 9000? Ui. Empfohlen 6300? Hui. Gut, so viel Geld habe ich nicht. Gibt es hier auch einen Händler in der Nähe dazu oder so?
Dann gibt es eine Quest. Na gut, okay, das ist natürlich jetzt. Jan, wir gucken mal bei Jan. Hallo Jan. Zeig mir mal deine Waren. Was hast du denn Schönes? Armbrust, Eisenspeer, Eisenmesser, Eisenhacke, eiserne Schaufel, alles möglich mit Eisen. Also du bist halt der örtliche Schmied hier anscheinend. Ein Röhrenpilz. 13 Bitterröhrenpilz hier, den kannst du mal haben hier von mir. So. Okay. Auf Wiedersehen. Nee. So, haben wir hier noch irgendwo einen Händler? Da hinten ist Carolina oder so. Wo ist die so verhandelt hier? Hallo Carolina, zeig mir mal deine Waren. Tasche, Kapuze, kleine Tasche, Tunika, Leinchen, Wolfchen, Stoff und solche Sachen. Okay. Mhm. Auf Wiedersehen. So, dann gucken wir mal ganz kurz. Haben wir hier oben noch? Ah, ja. Dann fangen wir mit dir mal an. So. Hallo. Hast du... Oh, jetzt schon 60%. Ich bin kürzlich in die Jagd. Hm, sehr schön. Ich schaffe eine neue Siedlung. Gut, wir sehen uns da. Gut, haben wir noch einmal Neues? Hast du einen Moment Zeit? Ja, hast du einen Moment Zeit? Klatsch und Tratsch, das geht nicht. Auf Wiedersehen, okay. Was ist mit dir los? Sieht er doch nicht so. Wie ist die letzte Zeit ergangen? Mir geht es gut, wie geht es dir? Hm. Oh, ganz gut eigentlich. Jagd eingestiegen. Mhm. Danke. So. Und dann haben wir hier noch sie. Die hat auch schon 67%. Ich bin kürzlich in die Jagd eingestiegen. 69. 71. Ich habe eine Siedlung geschaffen. Gut, wir sehen uns dort. So. Damit sind die Mädelplätze besetzt. Wir können nur noch Typen rekrutieren. Aber du willst mit mir nicht mehr reden. Und du bist nicht zu rekrutieren. Wen haben wir denn noch? Da hinten ist noch Carolina. Leonard haben wir noch. Da oben ist Leonard. Da müssen wir mal ganz kurz hingehen. Die beiden Mädels, die muss ich jetzt gleich noch ein Haus zuweisen. Hallo Leonard. Sag mir mal deine Waren. Large Horse, Horse Sattel. Also da brauchen wir auch einen Sattel für, okay. Horse Shoes. Mhm. Na, die können wir selber herstellen. Saddleback, Large und so, das können wir auch alles herstellen. Aber ein Pferd ist teuer. Also da brauchen wir auch erst einen Stall für wahrscheinlich, weil ich kann es sonst nicht. Kannst sonst ja nirgendwo hinstellen. Also ich könnte jetzt theoretisch da sagen, ich kaufe mir eins. Dann habe ich das, aber dann weiß ich noch immer nicht, wo ich das hinstellen kann. So, und jetzt haben wir hier noch ein paar Quests irgendwie. Ich weiß aber nicht, ob ich die jetzt noch machen will. Dunkeln hier. Müsste eigentlich mich irgendwo in irgendein Bett legen können. Kann man sich einfach in irgendein Bett legen? Nee, ich kann mich an ein Feuer legen, ne? Warte mal, ich kann doch hier am Feuer schlafen, oder? Das hier in dem Feuer? Geht nix. Wenn ich ein Lagerfeuer brauche, ich mindestens 16 Stöcke, okay. Auch 16 Stöcke und ich brauche mal irgendwie, ich brauche mal einen Fluss oder sowas oder einen See. Machen wir die Fackel an. Und ich kann ich das jetzt hier nicht im Ort irgendwo an. So, erstmal machen wir mal ganz kurz Management. Genau, ich muss die beiden Leute erstmal in ein Haus stecken. So, Details anzeigen, Haus zuweisen, Zuweisung verwalten, Arbeitsplatz Christe. Eigentlich könntest du die Fischerin machen. Arbeitsplatz zuweisen, Fischerhütte, weisen wir erstmal zu. Und du, Details anzeigen, Haus zuweisen, dieses Wort, Arbeitsplatz zuweisen. Fand ich eine sehr gute für den Holzfäller, ne? Könnte ich hier zugemutet aus dem Holzfäller rausnehmen. Crafterin bist auch eine ganz gute. Aber ich werde dich jetzt erstmal in die Scheune stecken. Da brauchst du auch Crafting. Näherei. Nee, in die Scheune. Landwirtschaft. Arbeiter zuweisen.
als Farmer erstmal. Da müssen wir noch mal gucken, was die denn gerade da machen. Aber ich denke mal, kann ich denn zur Düngerherstellung erstmal noch mit einsetzen. So, dann baue ich jetzt hier mir ein kleines Lagerfeuer. Wie weit muss ich denn da wegrennen von dem Dorf? Entzünden. Waffen. So. Gut. Dann haben wir einmal gepennt. Dann haben wir hier unten ein Wasser erstmal nebenan. Das ist schon mal ganz gut. Das brauchen wir jetzt erstmal fix. Nur sauber werden wir dadurch nicht. Wie weit ist der nächste Teich weg? Nur den Wasserlauf folgen hier. Und ich muss mir dann noch was zu essen besorgen. Da kann ich dann noch am Feuer dann oben hingehen und vielleicht gebratenes Fleisch machen. So. Gut, also ein Pferd ist erstmal nicht drin. So. Sind jetzt erstmal wieder geputzt. So, wo sind wir denn jetzt so von Hornika aus gesehen? Und jetzt an der Stelle. Ich kann ja noch mal gucken, ob ich den Typen noch mal anquatschen kann, aber ich glaube, der will sowieso nichts mit mir zu tun haben. Der war ja so schon reserviert, beziehungsweise ins Negative. Also den kriege ich, glaube ich, nicht so schnell überzeugt. Also muss ich mir jetzt den Gedanken machen, wie ich noch drei weitere Typen davon überzeugt kriege, dass sie bei mir mit... Ne, zwei weitere Typen, ne? Zwei Typen kann ich jetzt noch einziehen lassen. Den einen, den haben wir ja da oben in Dings. Naja, gucken wir mal, ob wir aus Borovo vielleicht noch jemanden kriegen oder so. Können wir ja auch machen. So, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich mein Lagerfeuer gebaut habe. Ich glaube, es war da an dem Weg, ne? Hoppala, den wollte ich jetzt gerade nicht in die Arm laufen. Ich muss aber was essen. So, okay. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Genau, hier muss ich jetzt, kann ich jetzt durchlaufen. Dann kann ich nach Gostovia erstmal kommen. Da kann ich nochmal gucken, ob ich da jemanden kriege. Das sieht auch lustig aus hier. So, hey, der Leute. Sehr schön. Gut, wie sie da alle aufgereiht jetzt stehen. So, dann brauche ich jetzt, ja, ich guck mal, nee, aber ich, da, das wird sich nicht, der wird sich nicht geändert haben, der will mit mir bestimmt reden. Hallo? Hast du einen Moment Zeit? Oh ja, wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Einen Moment zur Zeit, schönes Wetter heute, geht. Schönes Wetter heute, geht. Jagd, geht auch. Ah, da, weiter komme ich nicht. Okay. Gut, alles klar. Dann gucken wir mal, dass wir von hier wegkommen. Oder wollen wir nochmal kurz die Quest checken? Wer war denn hier Questgeber? Da hinten ist ein Questgeber. Vielleicht hat er ja eine Quest für ein Pferd oder so. Beide da drin, ne? Helga. Du hast eine Quest für mich. So, zeig mir jetzt mal deine Waren. Okay, bei dir kann ich, könnte ich was zu essen einkaufen. Pflaumen, Kirschen. Das, ich möchte Bäume anbauen, wo ich Pflaumen und Kirschen hier kriege. Ich mag Obst und Gemüse. Ich mag vor allem Kirsche ganz gerne essen. Mhm. Was ist denn so eine Kirsche? Hier, komm. Bring zwei Nährwert. Brauche ich mal 5 Stück von. Die werde ich mir gleich schön genüsslich essen. So, aber bitte Röhrenpilze kannst du von mir haben. Gut, Stock kannst du mir auch haben. So, gut, dann hätten wir das erstmal. Du hast gute Zustimmung, aber kann ich dir aber was helfen? Letzte Nacht sind hier das Dorf gefährliche Tiere gesichtet. Ja, nee, lass mich dann mal drüber nachdenken. So, okay, also sie ist nicht so unbedingt, upsala. Wir waren hier noch Questgeber, Malvina, okay. Malvina, Malvina, Malvina. Was steht denn hier rum?
Malvina, Malvina, Malvina. Und, rüber da. Das müsste Malvina sein. So, kann ich dir bei etwas helfen? Ja, ich brauche letztens. Ich fühle mich letztendlich. Ich glaube, ich brauche vielleicht etwas zugrunde gehen könnte. Würdest du mir ein paar Pilze oder Kräuter bringen, damit ich einen Eintrag in meine Familienzeitung machen kann? Was kann ich machen? So. Journal. Ich brauche. Hier hätte ich Johanniskraut und wolliger echter Reiz. Ja. Okay. Warte mal. Johanniskraut, das finde ich ja. Sagen eigentlich auch überall. Ich muss erstmal in den Wald. So. Wolliger Reizkehr. So, Johanniskraut ist mir hier schon mal in Massen. Warte mal, ich muss die mal verfolgen. F. Bringt 30 Dynastie-Reputation. Wir brauchen 31. Hm? Haben wir immerhin. So. So. Johanniskraut brauche ich zweimal. Hätten wir. So. Jetzt brauche ich noch die Pilze, aber ich wollte die Pilze eigentlich selber essen. Was ist das hier? Das ist ein. Das ist doch schon so ein Wolliger. Zack. Einer davon. Nehmen wir noch ein paar Röhrenpilze mit. Da ist ein Hase. Da stehen Pilze. So, dann brauchen wir hier nochmal so einen hier. Und den hier. Ach, das war ein Edelreizer. Ach, das war kein Wolliger. Das ist halt toll. So. Sehr wollig. Nee, ist ein Edler. Ja auch. Ja auch. Wo sind die Wolligen dazu? Was ist denn Ding jetzt hier? Jetzt sind wir ja wild am Pilze suchen. Ich werde mir gleich erstmal die Kirschen reinpfeifen. Das mache ich jetzt erstmal. Jetzt essen wir erstmal schön Kirschen. Mmh. Lecker. Lecker Kirsche essen. So. Und den Röhrenpilz, den hauen wir uns auch nochmal rein hier. So, und den Edlen hier. So, gut. Sind wir jetzt erstmal ein bisschen besättigt. Oder wieder ein bisschen mehr gesättigt. Jetzt müssen wir mal gucken hier, dass ich den wolligen Reizkehr nochmal irgendwo finde. Und ich nehme mal den Edlen. Was ist das für einer? Auch ein Edler. Auch ein Edler. Wo ist denn der Wollige abgeblieben? Der da drüben? Ein Riesenschirmpilz? Hm. Das war noch ein Wolliger, okay. Das ist ein Fliegenpilz. Das ist ein Fuchs. Schirmpilz. Schirmpilz. So. Oh, was bist du für einer? Du bist ein Fliegenpilz. Den brauche ich auch nicht. Kann ich jetzt mal mitnehmen hier. Ein Pilz an sich. Der Röhrling. So. Nicht gedacht, dass dieser Pilzquiz so schwierig ist, richtigen Pilz zu finden. Da glaube ich, ne, das ist ein bitterer. Ein Bitterling. Lieber Schirmpilze. Ein mit auf jeden sammelt. Ah, guck mal jetzt. Hoffen wir mal, dass das noch ein Wolliger ist. Da ist noch ein Wolliger. So, dann sind wir fertig. 30 Punkte ist natürlich gut, aber das ist genau ein Punkt, uns jetzt zu fehlt, ist natürlich auch schade. Aber gut, die Quest kriegen wir dann auch noch erklärt. So, Behandlung mit Pilzen, 30 Meter die Richtung. Hier, da steht sie, ältere Dame. Hallo. So. Sehr schön, abgeschlossen, Behandlung von Pilzen. Wieder noch eine Quest gemacht. Das ist doch schon mal gut. Jetzt müssen wir bloß noch nach Hause gehen. Den letzten Tag ein Pferd kaufen ist nicht drin. Das sehen wir schon mal. Wir müssen dann nochmal gucken, dass wir da vielleicht eventuell auch die anderen Sachen noch freikriegen. Also brauchen wir noch ein bisschen mehr Geld. Ein Pferd kostet über 9000. Ein Stall brauchen wir noch. Dazu brauchen wir... Ups. Wollte nicht springen. Dazu brauchen wir aber auch noch...
Landwirtschaftstechnisch hier ein bisschen was. Ein Pferch, Kuhstall, Stall. Also wir brauchen 5000 Landwirtschaftspunkte und wir haben aktuell 2277. Das heißt, da muss noch ein bisschen was dazukommen. Wie gesagt, wenn ich dann ein Pferch habe, kann ich da vielleicht noch ein bisschen was machen, einen Kuhstall bauen. Dann kann ich eigentlich den Eimer selber herstellen. Also Landwirtschaftspunkte müssen wir noch ordentlich machen. Wir brauchen Felder, wir brauchen Landwirtschaftspunkte, wir brauchen... Ja, da ein bisschen ein paar Sachen. So, dann nach da oben will ich gar nicht rauslaufen. Ich will nicht nach unten rauslaufen. Hier arbeitet der Schmied, wie man hört. Wir haben noch im Inventar, haben wir noch ein bisschen was zu essen eigentlich? Da haben wir noch einen von, aber wir haben hier den Edelin noch. Und dann haben wir hier noch ein paar Riesenschirmpilze. Die hauen wir jetzt mal hinter die Binde. Und die Röhrenpilze noch dazu. Das sind aber 69 Nahrung. Ich denke, das sollte für die Heimreise reichen. Da hat ihr das Pilzsuchen wenigstens in der Richtung ein bisschen was gebracht. Joja, mein kleiner Fuchs. So. Jetzt müssen wir bloß noch heile nach Hause kommen. Ich glaube, da müssen wir noch an Wölfen dran vorbei. Aber das dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und oder ein Abo. Ich würde mich über alles riesig freuen. Bis dann. Tschüss.